Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 54. Das ist der Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das ist ein Entschließungsantrag der Fraktion CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Hessen gibt Antworten auf soziale Herausforderungen. Drucksache 2011-363 wird mit aufgerufen mit dem dringlichen Antrag der Fraktion Die Linke, Tagesordnungspunkt 80. Mittel für Jobcenter ausbauen statt verringern, Jugendliche erfolgreich in den Beruf begleiten. Drucksache 20-11409, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und ich darf als erstes Herrn Abgeordneten Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es besteht kein Zweifel daran, und viele Rednerinnen und Redner leiten gerade ihre Reden damit ein. Wir leben in herausfordernden Zeiten, hören wir immer wieder. Und es ist natürlich richtig, große Krisen. Und es bedarf seitens der Politik klarer und wirkungsvoller Antworten. Corona-Krise, wir haben sie alle durchlebt und durchlitten. Der russische Angriffskrieg belastet die steigenden Energiekosten sowie die hohe Inflation vieler Menschen. Wir sind der Meinung, dass es in dieser Zeit klarer Zeichen bedarf, dass die Regierungen handeln und damit in Zeiten der Verunsicherung Halt geben und das Gefühl geben, es wird rasch gehandelt. Die Welt gerät aus den Fugen, und oft werden wir gefragt, was macht ihr Politiker eigentlich? Und deswegen sage ich Ihnen auch, die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht darauf, dass wir alles dafür tun, den sozialen Zusammenhalt tatsächlich zu sichern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und damit wird das auch, wie der Zwischenruf schon suggeriert, macht's doch. Genau deshalb haben wir diesen Setzpunkt hier angesetzt. Wir wollen darüber reden. Wir wollen zeigen, dass in Hessen, das wird niemanden vergessen. Wir lassen niemanden mit seinen Sorgen allein. Wir kümmern uns mit landespolitischen Mitteln. Und wir danken in diesem Zusammenhang natürlich auch der Bundesregierung für diese Mittel, die sie zur Verfügung gestellt hat. Wir tun alles mit unseren Mitteln, dass es zu keinen sozialen Verwerfungen kommt. Und lassen Sie es mich so zusammenfassen. Hessen hat umfassend und zügig gehandelt. Wir sind an die Belastungsgrenzen gegangen, obwohl wir wissen, mehr war manchmal wünschenswert. Aber Hessen hat rasch gehandelt. Darauf können wir stolz sein. Und lassen Sie mich nur exemplarisch dafür erwähnen, gerade jetzt aktuell, dass die Landesregierung in diesem Zusammenhang einen Energiehärtefallfonds über 30 Millionen Euro bereitstellt, um Privatpersonen, die wegen der Preissprünge auf den Energiemärkten in Not geraten sind. Vor Energiesperren wollen wir sie schützen. Während andernorts Gelder für soziale Projekte gekürzt werden, investiert Hessen weiter Rekordsummen. Richtig so, sagen wir. Wir stehen für eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Chancen haben, sich frei entfalten können, nicht diskriminiert werden und niemand abgehängt werden. Dabei können nicht alle ihren Weg ohne die solidarische Unterstützung der Gesellschaft gehen. Wenn jeder nur an sich denkt, ist eben nicht an alle gedacht. Denn gerade in wandelnden Zeiten braucht es Halt und Stabilität. Und dafür haben wir ein stabiles soziales Netz in Hessen geschaffen. Wir haben das hessische Sozialbudget geschaffen, kontinuierlich auf 130 Millionen erhöht und damit die Förderung der sozialen Infrastruktur in Hessen auf eine verlässliche Basis gestellt. Sehr gut, sagen wir. Und danken der Hessischen Landesregierung dafür, dass sie das alles mit umgesetzt hat. Ein weiterer Beitrag ist, gerade wenn man die Situation in Frankreich sieht, an mittlerweile 75 Standorten sorgen wir mit der Gemeinwesenarbeit dafür, dass es in sozioökonomisch benachteiligten Wohngebieten direkt vor Ort Ansprechpartnerinnen gibt, die sich um Hilfen und Unterstützung für die dort lebenden Menschen und die Weiterentwicklung des Quartiers kümmern. Das sorgt dafür, dass die Menschen sehen, wir kümmern uns um sie, und wenn es Probleme in den sozialen Brennpunkten gibt, agiert die Politik. In über 200 Familienzentren sorgen wir in ganz Hessen dafür, dass Eltern und Kinder bei Bedarf gut unterstützt werden. Mit dem neuen Landesamt für Gesundheit und Pflege sowie 1 Milliarde Investitionsförderung für die Krankenhäuser allein in den Jahren 2023 und 2024 sowie weiteren Maßnahmen stärken wir die gesundheitliche Versorgung in Hessen und stehen an der Spitze des bundesweiten Vergleichs der Krankenhausförderung. Wir tun alles für die gesundheitliche Versorgung des Landes Hessen, auch in Krisenzeiten. Ein gutes Zeichen an die Bevölkerung in Hessen. Hessen ist ein vielfältiges und buntes Land. Bei uns leben Menschen, die vor Kurzem, vor Jahren oder vor Jahrzehnten neu in unser Land gekommen sind und hier ihren Lebensmittelpunkt haben. Insgesamt haben 36% der Hessinnen Migrationsgeschichte. Diese Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft. Die Herausforderung besteht darin, das gemeinsame Leben und Integration zu gestalten.
Das gelingt nicht von selbst und muss von und mit allen gedacht werden, die es betrifft. Noch haben eben nicht alle die gleichen Chancen, wie der Integrationsmonitor gezeigt hat. Aber wir haben zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mit einem hessischen Integrationsgesetz dafür gesorgt, dass es einen verbindlichen Rahmen gibt für Integrationsmaßnahmen in diesem Land. Ein gutes Zeichen für alle Menschen in Hessen. Zur Frage der Integration gehört natürlich auch der Umgang mit Geflüchteten. Wir haben mit unseren Programmen Wirtschaft integriert, Sozialwirtschaft integriert, die Wir-Vielfaltszentren und natürlich die drei Aktionspläne, damals noch für die Syrer, dann später auch mit über 200 Millionen für die Menschen aus der Ukraine, gezeigt, dass wir auf gute Erstversorgung und Betreuung in den Einrichtungen des Landes und anschließend auf eine möglichst schnelle und dezentrale Unterbringung und Unterstützung für die zu uns geflohenen Menschen sorgen. Die unabhängigen Beratungsstrukturen und die psychosozialen Zentren für Geflüchteten wollen wir weiter stärken. Und wir haben sie eingerichtet, damit die Menschen, die hier ankommen, gut versorgt sind und so schnell wie möglich Teilhabe unserer Gesellschaft sind. Ich komme zu dem Punkt, eines der größten sozialen Probleme dieser Zeit ist natürlich die Wohnungspolitik und das Wohnen, gerade in großen Städten. Ich will es noch einmal sagen, wir wünschen uns alle mehr, Frau Präsidentin, also, da war nicht an mich gerichtet. Die Wohnungspolitik. Mit 2,7 Milliarden Euro für den geförderten Wohnungsbau haben wir den Trend gestoppt in Hessen, dass mehr Wohnungen aus der sogenannten Bindung fallen als neu geschaffen werden. Das ist ein Riesenfortschritt, den gilt es zu würdigen. Dank an den Wohnungsbauminister und natürlich auch an den Finanzminister. Mit dieser Wohnungspolitik sind wir fortschrittlich. Ein weiterer Punkt ist die Armutsbekämpfung. Der Landessozialbericht, den wir selbst damals als Regierung in Auftrag gegeben haben, um uns die Schwächen unserer Gesellschaft, unserer Politik vor Augen führen zu lassen, wo es Probleme gibt, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Alleinerziehende, zeigt uns auf, dass zwar schon viel getan wird, aber dass wir noch eine Menge Hausaufgaben haben. Niemand wird negieren, dass es noch eine Menge und Fülle von Projekten und Maßnahmen bedarf, damit auch wirklich jeder Mensch in Arbeit kommt. Überdurchschnittlich stark betroffen sind Alleinerziehende und kinderreiche Familien. Wir haben auf den Seiten 382 bis 392 in über 60 Maßnahmen dokumentiert, was die Landesregierung bereits getan hat und was sie noch vorhat. Dazu gehört auch die bessere Integration in den Arbeitsmarkt. Wir haben dort mit einem umfassenden Programm, beispielsweise Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudget, 27 Millionen bereitgestellt und über das REACT-EU-Programm 54 Millionen weitergeleitet in regionale Arbeitsmarktprogramme. Wir wissen, dass Armut vor allem ein Einkommensproblem ist und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass gerade Langzeitarbeitslose wieder den Weg in den Arbeitsmarkt finden. Ich finde, damit werden große Weichen gestellt. Wir lassen niemanden zurück. Wir kümmern uns auch um die Menschen, die lange arbeitslos sind. Und letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist. Das bürgerschaftliche Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen. Ohne die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wäre unser Land nicht nur ärmer. Es würde ein unverzichtbarer Teil und wertvoller Beitrag für unser Gemeinwesen fehlen. Ich würde sogar sagen, viele Strukturen würden sich gar nicht aufrechterhalten lassen. Dieses Ehrenamt fördern wir und anerkennen wir auch vom Land her. Ich danke in diesem Zusammenhang alle Menschen, die sich ehrenamtlich engagiert haben, vor allem auch als die Geflüchteten zu uns kamen und als Corona es wirklich Not an Mann und Frau war, dass schnell gehandelt werden musste und professionelle Strukturen nicht allein helfen konnten. Dieses ehrenamtliche Engagement hat uns durch viele große Krisen geführt. Wir danken den Menschen, die sich daran beteiligt haben. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich konnte zeigen, dass wir in Hessen sehr viel erreicht haben, Hessen sozialer und gerechter zu machen. Das waren nur einige wenige Themen, und ich glaube, es lässt sich beliebig lange fortführen, was wir alles im Sozialbudget verankert haben, was der hessische Sozialminister noch alles für Programme auflegen musste, auch in Corona-Zeiten, wie wir in der Schulpolitik mit Schulsozialarbeit reagiert haben. Die Liste wäre lang und würde die 10 Minuten sprengen. Ich möchte aber eins festhalten. Ich möchte, dass die Menschen in Hessen wissen, dass wenn Probleme auftauchen durch große, ungewählte Krisen oder aber auch durch tatsächliche neue Bedarfe, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen schnell, zügig handeln, dass wir sehen, welche Probleme es gibt. Wir haben verantwortungsvoll mit den Krisen umgegangen und das hessische soziale Netz stabilisiert haben. Hessen ist stark für Schwache. Die Menschen sollen wissen, wir sehen aufmerksam hin, was bei uns passiert. Wir helfen umfassend, wenn es notwendig wird. Wir geben Antworten. Auf Hessen ist Verlass. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort die Abgeordnete Böhm von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher! Herr Bocklet hat uns gerade erzählt, dass Hessen Antworten auf soziale Herausforderungen gibt. Allerdings, Herr Bocklet, das haben Sie sehr emotionslos vorgetragen. Und das ist so emotionslos wie diese ganze Sozialpolitik dieser Landesregierung. Welche Antworten geben Sie denn? Ein Energiehärtefallfonds für hohe Heizkosten aus dem Winter 2022 kommt im Sommer 2023, 10 Monate, nachdem die Landesregierung dies den Wohlfahrtsverbänden versprochen hat. Und welche Antwort soll das sein? Wer bis jetzt die hohen Abschläge nicht zahlen wollte, der braucht auch kein Geld. Wer die Heizung abgestellt bekommen und im Winter gefroren hat, soll jetzt ein kompliziertes und undurchschaubares Verfahren durchlaufen. Sie behaupten, 30 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Wenn die Bedingungen aber kaum eine Förderung zulassen, sparen Sie sich diese Gelder. Die Menschen schauen dann in die Röhre. So brauchen Sie sich über Staats- und Politikverdrossenheit nicht zu wundern. Dabei wäre es jetzt so wichtig, den Menschen in Hessen, die unter den hohen Energiepreisen leiden, eine tatsächlich wirksame Unterstützung zukommen zu lassen, und zwar frühzeitig und nicht erst dann, wenn Strom und Gas schon abgestellt sind. Unsere Forderung an die Hessische Landesregierung: Sorgt doch endlich für soziale Energiepreise, sodass der Grundverbrauch kostengünstig und die hohen Verbräuche eben viel stärker verteuert werden, gerade die Verbräuche von Villenbesitzerinnen und privaten Hallenbädern. Mit der Sozialberichterstattung hatten Sie in Ihrem Koalitionsvertrag das Ziel, zur genauen Kenntnis der Armutsgefährdungslagen zu kommen. Was ist passiert? Hessen ist in den Jahren der schwarz-grünen Landesregierung von Platz 3 auf Platz 11 der Länder herabgerutscht. Jeder fünfte Mensch in Hessen, jedes vierte Kind, jeder dritte weibliche Jugendliche und fast jede zweite Alleinerziehende in Hessen sind arm. Ein echtes Armutszeugnis für Ihre Sozialpolitik. Wie soll ich diese Antwort auf die sozialen Herausforderungen denn interpretieren? Dass es Ihnen egal ist, ob Menschen nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld bis zum Ende des Monats kommen? Sie wissen ja nicht einmal, warum Hessen im Länderranking abgestürzt ist. Sie wollen es ja auch gar nicht wissen. Wenn Sie es wissen wollten, hätten Sie doch schon längst einen Auftrag an Wissenschaftlerinnen gegeben, die sich mit Ungleichheitsforschung beschäftigen. Und diese gibt es selbst in Hessen. Ich kann Ihnen gerne auch Tipps dazu geben. Aber nicht nur, dass Sie nicht wissen, warum Hessen schlecht dasteht, Sie setzen sich darüber hinaus nicht einmal dafür ein, dass Armut verringert ist. Sie hoffen auf eine Kindergrundsicherung, die voraussichtlich lediglich den Status quo festhält. Sie nutzen ihre Möglichkeiten, nicht Kindern und Jugendlichen, aber auch Senioren Unterstützung zu gewähren, wenn sie in materieller Not leiden. Sie lehnen unsere Forderung ab, ein Landesaktionsprogramm zur Armutsbekämpfung aufzulegen. Und dabei wäre das gerade jetzt so wichtig, gegen prekäre Arbeitsverhältnisse mit einem wirksamen Tarif- und Vergabegesetz anzugehen, Wohnungen bezahlbar machen und die Kommunen bei der Wohnungssicherung und Wohnungsbeschaffung zu unterstützen. Leistungen für Kinder und Jugendliche kostenlos oder kostengünstig zu machen, Periodenprodukte und Verhütungsmittel kostenlos auszugeben, so wie Sie es in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen haben, aber leider gebrochen. Sie wollten einen Hessenpass zur Vernetzung der gegenseitigen Nutzung der Angebote für Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Einrichtungen des Landes einführen. Das Land sollte sich anteilig an den Kosten der Kommunen beteiligen. Wenn aber Ihre Antwort auf Ihr eigenes Ziel im Koalitionsvertrag lediglich ist, ein Gutachten vor wenigen Tagen vorzulegen, dann sage ich Ihnen ganz deutlich, das entspricht keineswegs den sozialen Herausforderungen.
Als Antwort auf die soziale Herausforderung Mobilität gibt es ab August ein 31-Euro-Ticket. Das ist sicher ein kleiner Schritt in eine richtige Richtung. Allerdings bis zu einem 9-Euro-Ticket und einem Nulltarif sind noch einiges an Antworten erforderlich. Für viele Menschen ist das Ticket nicht finanzierbar, die Abo-Falle droht und die Einzelfahrsteine werden so viel teurer. Aber nicht nur das. Sie kompensieren die Mindereinnahmen der Nahverkehrsgesellschaft nicht einmal durch das Land, sondern schaffen das Ticket zulasten der kommunalen Finanzen. Und das ist angesichts der Unterfinanzierung der hessischen Kommunen skandalös. Bleiben wir bei den Kommunen. Ich könnte zwar noch einiges zum Sozialbudget anmerken, aber immerhin ist da Ihre Projektitis-Erkrankung nicht ganz so hervorstechend. Das Budget hat aber einen Grundfehler. Es gibt zwar in einigen Positionen von Zeit zu Zeit Aufstocken, die aber mit Leistungsausweitungen einhergehen. Es gibt es ja seit 9 Jahren. Aber wie sollen denn die Einrichtungen ihre Antwort auf die sozialen Herausforderungen verstehen, wenn sie seitdem noch keine Anpassung der an gestiegene Lohnkosten, höhere Mieten und Nebenkosten sowie andere Sachkosten erfahren durften? Bedeutet diese Antwort, ihr seid uns der Landesregierung genauso egal wie eure Klientin in der Schuldenberatung, den frühen Hilfen, den kommunalisierten sozialen Hilfen, der Gesundheits-, Sucht- und Altenhilfe? Sie schaffen es ja nicht einmal, die Landesseniorenvertretung in einem sehr bescheidenen Ausmaß zu finanzieren oder den Landesbehindertenbeirat. Eine Antwort auf die sozialen Herausforderungen wäre allerdings eine Erhöhung der Ansätze entsprechend der Lohnabschlüsse und der Inflationsrate. Nur dann können Kommunen und Träger der Maßnahmen einigermaßen über die Runden kommen. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie eine starke Antwort auf das Gender Pay Gap gibt, indem sie dafür sorgt, dass die Arbeitsplätze in den sozialen Feldern tarifgerecht und existenzsichernd bezahlt werden können. Und, Herr Bocklet, was ist das für ein Gesetz? Frau Solms hat mir ihre besonderen Grüße für Sie mitgegeben. Ein Integrationsgesetz, in dem Sie einfach einmal ein paar Maßnahmen, die Sie sowieso schon gemacht haben, in Paragraphen gefasst haben. Tut mir leid, das ist kein Integrationsgesetz, das ist keine wirksame Maßnahme auf die soziale Herausforderung. So, jetzt komme ich zu den Versprechen, die Sie mit dem Koalitionsvertrag gemacht haben und überhaupt nicht realisiert haben. Sie haben vereinbart, einen Fonds für eine anonyme Krankenbehandlung zu prüfen. Bis zum Ende der Wahlperiode haben Sie geprüft, obwohl wir Ihnen mit unserem Gesetzentwurf 2020 schon eine hervorragende Hilfestellung gegeben haben. Sie haben das Ziel ausgegeben, in jedem Landkreis einen Krisendienst bei psychischen Krisen einzurichten. Dazu haben Sie nichts auf den Weg gebracht, aber da werde ich nachher noch darauf eingehen. Sie haben die flächendeckende Einrichtung kommunaler Jugendparlamente beschlossen. Aber versprochen. Genau. Sie wollen eine Wohnungsnotfallstatistik einführen und Maßnahmen zur Wohnungssicherung ableiten. Der Wirtschaftsminister hat sogar versprochen, Housing First Maßnahmen mit Landesgeldern zu begleiten. Die zwei Träger, die Sie heute durchführen, müssen bis heute ihre sozialpädagogische Begleitung selbst finanzieren. Das alles haben Sie nicht zustande gebracht. Sie haben ein Landesantidiskriminierungsgesetz geprüft bis zum Ende der Wahlperiode. Das Gutachten ergab, dass ein Gesetz ähnlich dem Berliner Vorbild eingeführt werden soll. Unseren Gesetzentwurf, der genau das vorgesehen hat, haben Sie allerdings in Ihrer altbekannten Arroganz verworfen. Jetzt muss ich aber noch auf ein aktuelles Problem eingehen. Ich würde gerne noch über Ihre Arbeitsmarktpolitik und die fehlende Unterstützung der Träger von Beschäftigungsgesellschaften und Maßnahmen sprechen. Allerdings tobt die Ampel gerade ihre Sparwut im Sozialhaushalt aus. 1,5 Milliarde € soll bei den
aus dem Etat der Jobcenter genommen werden, Jugendliche unter 25 ab sofort in die Agenturen für Arbeit angedockt werden. Damit spart der Bund weitere 900 Millionen Euro. Die Folge werden sein, viele der sozialen Unternehmen werden nicht überleben. Viele Jugendliche werden nicht von den Agenturen aufgefangen, die überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Viele sinnvolle und qualifizierende Maßnahmen, auch gerade mit Landesmitteln, werden nicht stattfinden. Viele Menschen werden keinen Zugang zu Ausbildung und Arbeit finden. Auch wenn der Status quo nicht gut ist, die Perspektive massiver weiterer Einschnitte ist grauenvoll. Das zerhaut alle gewachsenen Strukturen. Frau Abgeordnete Böhm, bitte kommen Sie zum Schluss. Ja. Wir erwarten von der Hessischen Landesregierung und allen Politikerinnen, die hier sitzen, dass sie sich gegen diese Entwicklung einsetzen und dafür sorgen, dass dieser Kahlschlag unterbleibt. Unterstützen Sie Ihren Antrag, der lediglich auf den Appellen der Jobcenter, der kommunalen Spitzenverbände und der Wohlfahrtsverbände sich stützt. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort der Abgeordnete Pürsün von den Freien Demokraten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landesregierung! Sie nennen es Erfolge, wir Freien Demokraten nennen es Versäumnisse. Sie sprechen von Investitionen in Millionenhöhe. Wir Freien Demokraten kennen den Unterschied zwischen einer Investition und dem Return on Investment. Denn nicht die Höhe der Investition ist entscheidend, sondern ihre Wirksamkeit. Und dann lassen Sie uns Ihre Erfolge bewerten. Da Sie für die Bewertung eine Hilfestellung benötigen, kann ich Ihnen Folgende anbieten. Wir könnten zum Thema Wirksamkeit die finanziell betroffene Bevölkerung aus Hessen fragen, ob sie das Zeugnis der Landesregierung teilen würde. Wir könnten sie fragen, denn ihre Rufe über den Verdruss zu ihrer Situation wird lauter und sie treten hervor, auf Podiumsdiskussionen, in Zuschriften, in Anfragen. Das bewegt die Menschen in diesem Land. Die signifikant gestiegene Armut ist Thema. Bei stetig wachsenden Sozialausgaben. Die Termine der Sozial- und Wohlfahrtsverbände sind schier unendlich seit der Veröffentlichung des Landessozialberichtes. Natürlich mit einem hübscheren Einband als Inhalt zum Ende der Legislaturperiode, dann, wenn das Blatt schon geschrieben und der Stift schon gefallen ist. Ebenso wenig erfreulich zeigt sich der Zustand in den Ausländerbehörden zum Thema Einwanderung. Was sie vorweisen können, sind Bürokratisierung und eine darauf folgende Überlastung der zuständigen Stellen. In solch einem Klima der Problemverwaltung statt einer Problemlösung fühlen sich insbesondere diejenigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, es war aufgrund dessen nicht können, nicht willkommen. Die Wartezeiten sind lang und die Gemütslage ist angespannt. Verzweiflung macht sich unter diesen Menschen breit. Umso weniger verwunderlich, dass die Menschen abwandern, und zwar in andere, deutlich besser organisierte Bundesländer oder gänzlich aus der Bundesrepublik heraus. Abgeschreckt und verprellt. Diese Menschen, diese Fachkräfte, sie verlieren wir. Dabei haben wir seit geraumer Zeit Kenntnis über den bekannten, bestehenden und andauernden Fachkräftemangel. Ja, so wird das nichts. Unbekümmert hält die Landesregierung lieber eine Lobeshymne über sich selbst. Nächstes Zitat: Von den Mitteln profitieren auch die Frauenhäuser. Inwiefern, stellt sich mir die Frage. Sie meinen die Frauenhäuser, die in Hessen weder flächendeckend vorhanden sind, noch genügend Kapazitäten vor Ort anbieten können. Dann lassen Sie bewusst außer Acht, dass Frauen, deren Lage sich stabilisiert hat, aufgrund des mangelnden Wohnraums nicht ausziehen können. Stattdessen belegen Sie durch Ihren langen Aufenthalt für die nächsten suchenden Frauen die erforderlichen Plätze in den Frauenhäusern. Sie benennen außerdem die Hebammen. Hier haben wir Freien Demokraten viele Initiativen zur Geburtshilfe eingebracht.
Darin haben wir immer wieder betont, die prekären Arbeitsbedingungen der Hebammen in diesem Land, die Schließung der Kreissäle, ob durch die Unterfinanzierung oder aufgrund des Personalmangels durch die benannten Arbeitsbedingungen. Die Arbeitsbedingungen von Hebammen zu erleichtern, wäre ein deutliches Signal und eine Wertschätzung gegenüber dem großen Dienst, den sie der Gesellschaft erbringen. Stattdessen lassen sie Chancen verstreichen und Zeit ins Land gehen. Auch der eingeführte runde Tisch liefert bisweilen keine nachhaltigen Ergebnisse. Ein Tropfen auf dem heißen Stein sind gleichwohl die geringen Erfolge in der Verbesserung der medizinischen Versorgung auf dem Land. Hinzu kommt die Krankenhausinvestitionskostenpauschale, die nun zusätzlich privat und kommunal zu tragen sein soll, denn eine volle Förderung durch das Land wurde bislang nicht angestrebt. Und das Fehlen einer Krankenhausplanung in Hessen gefährdet die flächendeckende Gesundheitsversorgung im Lande Hessen. Von daher, es muss mehr sein. Auch mehr in Sachen Integration. Ihr neues Gesetz, Herr Klose, stößt dabei umfassend auf wenig Zufriedenheit. Das respektvolle Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft gestalten, so heißt es dort. Doch über die deutliche Kritik zum Entwurf täuscht auch nicht die begriffliche Einführung des Menschen mit Migrationsgeschichte hinweg. Also die Zusammenfassung Ihres Gesetzes ist es, dass Sie einen neuen Begriff eingeführt haben. Weder wird eine maßgeblich rechtliche Neuerung angestoßen, noch ein besonders großer Befolgungsanspruch festgeschrieben. Unter der Grünführung werden ausschließlich bereits bestehende Maßnahmen in ein Gesetzeskleid mit Kann-Regelung gesteckt. Unser Gesetzentwurf hat da mehr zu bieten. Wir berufen uns klar auf Grundgesetz und Grundrechte. Sie tun es nicht. Auch das ist nicht zu verstehen. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes werden sich weder durch die schöne Verpackung des Landessozialberichtes hinwegtäuschen lassen, noch von einer Symbolpolitik, die einzig nur der eigenen Vermarktung dienen kann. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes erkennen, wenn ein Richtungswechsel eingeschlagen wird. Sie erkennen, wenn über mögliche Meilensteine nur geredet, jedoch nichts getan wird. Die Liste der eingangs beschriebenen Versäumnisse erschöpft sich nicht. So könnte ich wahlweise auch die Punkte Arbeitsmarktförderung und die fehlenden Erfolge der Landesregierung benennen. Wir müssen über den AWO-Skandal und das fehlende Interesse der Landesregierung sprechen, sich hierzu zu äußern, zu engagieren, aufzuklären, Verjährung zu verhindern, Wiederholung zu verhindern, Transparenz zu schaffen. Bei dieser Koalition Fehlanzeige. Sie wollten nie Teil der Lösung im AWO-Skandal sein. Warum wohl? Ganz grundsätzlich möchte ich abschließen mit der Beleuchtung der vergangenen, dadurch aber nicht weniger vergessenen Corona-Zeit. Es zeigte sich besonders unter der grünen Führung die abermals praktizierte Verbotspolitik. Besonders im Hinblick auf die geltenden Einschränkungen für die Jugend, die Kinder, generell Familien und Senioren dieses Landes. Die Entbehrungen waren gravierend und sie dauerten lang. Umso nachvollziehbarer der Frust auf allen Seiten. Denn Freiheit war für sie ein vernachlässigbares Detail. Kein Wunder, denn sie haben nicht verstanden, dass nicht die Freiheit begründet werden muss. Die Einschränkung der Freiheit hingegen, sie muss begründet werden. Insofern liegt es uns fern, Ihnen und Ihrem Antrag zuzustimmen. Die Sicht der Freien Demokraten fällt an dieser Stelle deutlich nüchterner aus. Uns Freien Demokraten liegt es dagegen, näher die Dinge realitätsnah zu betrachten und zeitnah zu bearbeiten. Wir Freien Demokraten wollen am Ende der Legislaturperiode nennenswerte Ergebnisse. Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Hessen einen Partner sein, ein offenes Ohr und starke Hände bieten und nicht nur schöne Verpackungen. Erfolge in der Sozialpolitik ermöglichen Selbstbestimmtheit in allen Lebenslagen, Hilfe für Bedürftige und das Vorankommen durch eigene Leistung. Mangels Erfolg endet der grüne Traum im Sozialministerium, im Gesundheitsministerium, im Integrationsministerium als Albtraum für viele. Gut, dass dieses Kapitel bald endet. Die Herausforderungen sind groß. Hessen verdient in diesem Ministerium einen Minister, der Feuer und Flamme für seine Aufgaben ist.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete Richter von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der uns hier vorliegende Antrag, meine Damen und Herren, zeigt deutlich die Probleme Hessens auf, welche durch die Politik von Grünen und CDU in Hessen, aber im Bund auch von SPD und FDP erst entstanden sind. Vielen Dank. Bereits im ersten Punkt dieses Antrags betreiben Grüne und CDU Framing, Legendenbildung, Fake News und damit bewusst eine Täuschung hessischer Wähler vor der Wahl am 8. Oktober. Unter Punkt 1 finden wir folgende Aussage. Der Landtag betont, dass es insbesondere in herausfordernden Zeiten klare und wirkungsvolle Antworten braucht. Infolge des russischen Angriffskrieges belasten steigende Energiekosten sowie die hohe Inflation viele Menschen zunehmend. Meine Damen und Herren, solche Sätze hören die Bürger unseres Landes ungefiltert häufig. Herr Blocklet hat es eben ja nochmals bekräftigt. Dass ausgerechnet die Grünen, denen Bundeswirtschaftsminister Habeck nun wirklich alles dafür unternimmt, dass der Mittelstand immer mehr verarmt und somit Armut zu einem Massenphänomen wird. Wenn nun also ausgerechnet die Grünen so tun, als wäre der Ukraine-Krieg ursächlich für hohe Energiepreise und Inflation, dann müssen wir die Realität der Energiepreisentwicklung ausführlich beleuchten, Herr Bocklet. Frau Böhm, hören Sie genau zu. Hören Sie genau zu. Und Herr Bocklet, hören Sie auch genug zu, denn dann können Sie noch etwas lernen. Denn man muss die Ursachen sozialer Probleme bekämpfen und nicht die Wirkungen mit viel Steuergeldern versuchen auszugleichen. Fangen wir an, Herr Bocklet. Der private Verbraucher hat 2004 einen Strompreis von 17 Cent pro Kilowattstunde zahlen müssen. 2004. Dieser entwickelte sich auf 29,93 Cent pro Kilowattstunde bis zum Jahr 2020. Im ersten Halbjahr 2021 lagen wir bereits bei 32,62 Cent. Strompreise auf einem Rekordniveau im Jahr 2021, titelte im Januar 2022 das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln und listete sehr genau auch die Strompreise für den Großhandel und die Entwicklung am Gasmarkt auf. Die Großhandelsstrompreise hatten sich im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2020, mehr als verdreifacht. Die Megawattstunde kostete im Jahr 2020 im Mittel die Unternehmen rund 30 €, im Jahr 2021 bereits 97 € und kam zum Ende 2021 auf Rekordniveaus in Spitzen von mehr als 250 € pro Megawattstunde. Ein Desaster für mittelständische Unternehmen und ursächlich, meine Damen und Herren, ursächlich für die allseits beklagte Inflation, wie sie auch bei Ihnen im Antrag steht. Und nun schauen wir uns doch einmal einen der wichtigsten Gründe dieser Steigerung an. Einer der Gründe war der CO2-Zertifikatepreis, welcher seit Anfang 2021 bis Ende 2021 von 33 € je Tonne CO2 auf zeitweise 90 € je Tonne CO2 gestiegen ist. Dieser Anstieg, meine Damen und Herren, erklärt sich vor dem Hintergrund der Verschärfung europäischer Klimaziele. Und das wird in den kommenden Jahren noch viel schlimmer werden. Das ist ökosozialistisch-grüne Politik, Herr Bocklet. Wie kann denn solch eine Politik, Antworten auf soziale Fragen darstellen? Richtig ist doch, dass wir bis zum Februar 2022 einen stetigen Anstieg von Energiepreisen sehen konnten und der russische Angriffskrieg am 24. Februar 2020 die von Ihnen im Vorfeld politisch herbeigeführten Preissteigerungen verschärft, aber nicht verursacht hat. Das sind die Fakten, meine Damen und Herren, und an denen kommen Sie nicht drumherum. Tatsächlich hätten Sie das alles abfedern können. Aber die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke inmitten einer Energiekrise zeigt doch deutlich auf, dass ökosozialistisch ideologisierte Planwirtschaft keinerlei Rücksicht auf die eigenen Bürger nimmt, sondern ihre Politik der Transformation Wohlstand zerstört und Armut schafft. Sie, meine Damen und Herren, Sie, die Sie anderen vorwerfen, Fake News zu verbreiten, werden bereits im ersten Punkt Ihres Antrags dabei ertappt, dass Sie Ihre ureigene Politik versuchen zu kaschieren, indem Sie einen völkerrechtswidrigen Krieg für Ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. Moralisch,
Moralisch, meine Damen und Herren, kann man tiefer gar nicht sinken. Und das ausgerechnet von Grünen und CDU, die sich so gerne moralisch über andere erheben und soziale Ungleichgewichte beklagen. Dabei entziehen Sie unserem Land mit Ihrer Politik der Transformation wohlgemut weiter die wirtschaftliche Basis. Wohlwissend, dass der Preis von Energie in erheblichem Maße über den Wohlstand eines Industriestandortes, einer Volkswirtschaft entscheidend ist und sich darüber dann auch die sozialen Fragen definieren. Genau deswegen ist der erste Punkt Ihres Antrags so wichtig. Sie sind Verursacher der Krisen in unserem Land, ob Flüchtlingskrise, Wohnungsbau oder Mangelwirtschaft, die Herausforderung unserer Zeit. Herr Bocklet, werden insbesondere durch grüne Politik definiert, welcher sich alle anderen Parteien mit Ausnahme der AfD mittlerweile angeschlossen haben. Wer richtig darüber nachdenkt, muss zu dem Schluss kommen, dieser Antrag ist eine Frechheit und eine Verhöhnung eines jeden Bürgers unseres Landes und keine Antwort auf soziale Herausforderungen. Denn wer die niedrigen Energiepreise von unseren Nachbarn Frankreich oder den USA betrachtet, dem muss klar werden, dass der Wettbewerbsnachteil, den wir durch Ihre Politik erfahren, mit immer mehr Steuergeldern im sozialen Bereich und in Subventionen für Wirtschaft und Industrie ausgeglichen werden muss. Es finden sich bei Ihnen keine Antworten auf soziale Fragen, sondern die Schaffung von politischen Abhängigkeiten und immer mehr Armut in unserer Gesellschaft. In diesem Zusammenhang hat die Hessische Landesregierung einen Energiehärtefallfonds über 30 Millionen € bereitgestellt. Lesen wir weiter im Setzpunkt und haben es heute gehört, der Grünen. Grüne und CDU sind tatsächlich auch noch so dreist, sich dafür zu feiern, dass sie einen Härtefallfonds auflegen, den es bei einer vernünftigen und den Bürgern unseres Landes zugewandten Politik gar nicht erst zu geben bräuchte. Das ist schon ein starkes Stück. Und wenn CDU und Grüne sich dann noch loben, Armut zu verringern und die gesellschaftliche Teilhabe zu erhöhen, dann steht dies im völligen Gegensatz zur Realität. Denn Hessen steht gerade bei der Thematik Armut nicht gut da. In ganz Deutschland ist das Armutsrisiko gestiegen. Und es steigt ob der Deindustrialisierungspolitik von SPD, Grünen und FDP munter weiter. Da braucht man keine Glaskugel, um diese desaströse und zutiefst zerstörerische Politik für die Zukunft als ursächlich von weiterer Armut zu erkennen. Für Hessen bedeutete dies in 2022, dass Hessen mit einer Armutsquote von 17,4% über dem der bundesweiten Quote von 16,1% gelegen hat. Betrachten wir nur die westdeutschen Länder, dort liegt die Quote bei 15,5%. Da kann man sich doch wirklich nicht rühmen, hier als Hessische Landesregierung oder als Grüne Armut verringert zu haben. Das ist doch völlig entgegen jeglicher Realität, meine Damen und Herren. Somit wäre die Aussage richtig, dass die Hessische Landesregierung immer mehr Steuergelder aufwenden muss, um die Wirkungen ihrer eigenen fehlgeleiteten Politik im Bund und in Hessen abzufedern, da Armut massiv ansteigt und gesellschaftliche Teilhabe für immer mehr Menschen halt nun mal gar nicht mehr möglich ist. Eine Regierungspolitik zu betreiben, welche die sozialen Kosten senkt, indem mehr Bürger unseres Landes ein glückliches und selbstbestimmtes Leben durch eigene Einkünfte führen können, das wäre dann tatsächlich eine Antwort auf soziale Herausforderungen, meine Damen und Herren. Dass man dies zumindest ansatzweise erkannt hat, das zeigt sich im letzten Punkt dieses Antrags. Hier unterstreicht man die außerordentliche Bedeutung der hessischen Arbeitsmarktförderung. Hier wird sich auf die gesamte Bandbreite sozial schwacher Bürger unserer Gesellschaft bezogen, und das ist auch gut so. Was wir aber nicht zu lesen bekommen, aber von existenzieller Bedeutung ist, meine Damen und Herren, im Antrag steht nichts von der Stärkung unseres Mittelstandes, sodass sozial benachteiligte Bürger auf ein weitaus breiteres Angebot im Arbeitsmarkt treffen. Im Antrag steht auch nichts davon, dass man sich massiv gegen die Verteuerung von Energie richtet, zum einen, um die hessischen Haushalte zu entlasten, und zum anderen, um die Unternehmen Hessens wieder wettbewerbsfähig zu machen. Nein, Sie wollen mit Steuergeldern Menschen helfen, aber Sie versuchen, die Ursache nicht zu bekämpfen. Das ist das Problem unserer Politik in der heutigen Zeit. Und es kann doch nicht sein, dass die hessischen Bürger durch die hohen Energiekosten belastet werden und dann noch über die Steuergelder für den Energiefonds aufkommen müssen. Das ist doch völlig abstrakt. Im letzten Satz Ihres Antrags geht es dann um die sozialen Folgen
der Corona-Pandemie, welche abgemildert werden müssen. Mit Verlaub, meine Damen und Herren der Hessischen Landesregierung, sämtliche sozialen Folgen der Corona-Pandemie gehen allein auf das Konto einer verfehlten Politik im Bund und leider auch hier im Land Hessen. An dieser Stelle betreiben Sie das gleiche Framing wie bei den Energiekosten, anstatt für Ihre fehlerhafte Politik gerade zu stehen und die politischen Konsequenzen eigenen Versagens zu ziehen. Hessen gibt leider keine Antworten auf soziale Herausforderungen, sondern wird durch eine Politik der Transformation, welche Sie sich alle auf die Fahnen geschrieben haben, immer mehr soziale Verwerfungen und Herausforderungen schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank.